Ja, hallöchen. Wir sind jetzt hier in Galle, direkt am Port. Wir sind mit dem Localbus hierher gefahren. Das hat umgerechnet für uns beide, hat das 50 Cent gekostet. Sensationell. Viel Stress war ja, als da noch mit dem Tuk-Tuk sich zu verhandeln oder wie auch immer. Günstiger Preis, hat nicht lange gedauert, keine Ahnung, 20 Minuten. Ein bisschen mehr. 20 Minuten, 25 Minuten waren wir hier. Ich schwenke jetzt hier gleich mal rum und zeige mal das vor. Eine alte Befestigungsanlage geht hier bis da ganz hinten. Da hinten, da geht das. Ziemlich heftige Mauer haben die Holländer hier mal gebaut. Denn auch die waren hier mal in Sri Lanka, was ja früher mal Thailand hieß. Ja, wir nehmen euch jetzt mit und zeigen noch ein bisschen was. Bis bald. Wir sind jetzt hier gerade in so einer kleinen Gasse. Hier sind jede Menge Juweliergeschäfte, eins neben dem anderen. Das heißt, wer hier noch so ein paar Edelsteine oder sonstiges Geschmeide kaufen möchte, der ist hier, glaube ich, auch an der richtigen Adresse. Wirklich sehr, sehr coole Juweliergeschäfte hier. Auch hier in der Seitenstraße gibt es auch noch mehr. Jetzt wo lang? Hoffe ich mal, dass wir alle gespielt haben. Ja, und hier gibt es ganz viele Restaurants. Mit Waffeln, mit Pizza. Pizza riecht niederlich, gell? Mixed Grill gibt es hier auch. Sehr schön. Maritimes Museum. Da muss ich einfach mal rein. Eine alte Bronzekanone hier. Wenn man ein schönes Schiff mit. Okay. So, wir sind jetzt hier schon mal raus aus dem Museum, aus dem Maritimen Museum. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzugucken, wer sich ein bisschen für Schifffahrt interessiert. Es sind schon ganz interessante Exponate da. Man kann hier auch die Geschichte von Sri Lanka so ein kleines bisschen nachvollziehen, von der Steinzeit bis hin über die niederländische Phase, britische Phase, alles mögliche. Selbst dass hier auch schon Schiffe von den Arabern im 13. Jahrhundert gewesen sind, haben sie hier Münzen gefunden am Boden, auch aus der römischen Epoche, selbst die waren schon hier. Ne? Also Alexander der Große, das ganze Programm. Also, einfach mal reinschauen. So, wir sind jetzt in der Lighthouse Street. Das heißt, wir werden jetzt hier erstmal zum Lighthouse, sprich zum Leuchtturm gehen.
Ciao. Mit der Promenade ist heute nichts, weil die wird nämlich gerade neu gemacht. Da sind sie hier heftig am Bauen. Kann man hier vielleicht im Hintergrund auch sehen. Deswegen müssen wir jetzt hier mal so ein bisschen auf der Straße lang laufen. Ist auf jeden Fall hier ein sehr beliebtes Fotomotiv. Es gibt hier Fotografen ohne Ende, die hier mit großem Equipment teilweise wirklich aufgefahren sind. Hochzeitsfotografie, Pärchenfotografie, da vorne waren jetzt, glaube ich, irgendwelche Influencer gerade vor uns da unterwegs, wo er, der Influencerin, mit dem Reflektor und so Licht-Luft zugefächelt hat. Alles sowas sieht man hier, das ist schon total interessant. Wir sind jetzt gleich am Leuchtturm und dann machen wir noch ein schönes Foto. Ja, da ist er, der nächste Leuchtturm in unserer Sammlung. Ich glaube, den haben wir irgendwann schon mal fotografiert, aber noch auf Film. Ja. Damals. Ja. Damals waren wir noch mit einem Film unterwegs, also so mit einem richtigen Film, 36 Bilder auf einen Film. Kann sich vielleicht der eine oder andere von euch noch erinnern? Wenn ja, dann schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. So, machen wir einen kleinen Schwenk. Da ist eine Moschee. Man die vielen schönen alten Häuser sehen. Also Galle ist wirklich auch sehenswert. Ja, hier ist ein Haus hinter mir. Da gibt es nicht nur tolle Sachen zu kaufen, wie zum Beispiel Kissen und sowas oder Schalen, alles wirklich sehr, sehr nett, sondern da gibt es auch leckeren Kaffee, den besten Kaffee, den wir jetzt hier getrunken haben in Sri Lanka. Wirklich richtig lecker. Da gibt es nämlich einen holländischen Kaffee und dazu gab es noch einen super schönen Apfelkuchen mit Sahne. Das hat uns wirklich richtig gut geschmeckt. Das war hier unser kleiner Ausflug in die Innenstadt von Galle. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einfach einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke. Vielen Dank und ciao, bis zum nächsten Mal.